Gut. Alright. Läuft. Ja, läuft. Morgen früh. Ja, morgen früh. Ein von deinen seltenen freien Tagen, wo du opferst für das. Ja, ich habe es wirklich also, lange überlegt. Oder? Ich fand, ja, einmal soll ich jetzt wirklich meinen freien Tag. Aber auf der anderen Seite habe ich mich gefreut, einfach auf unsere Begegnung. Ja. In dem wunderbaren, riesigen Fernsehstudio. Und das ist cool. Nein, ich bin gespannt, was kommt. Ich auch. Was man alles so auseinander rauskützelt. Ja, es ist nämlich Ehre und eine Freude, dass du da bist. Und, danke. Es ist ja, der Podcast mache ich ja wirklich sehr aus egoistischen Gründen. Mhm. Weil, wie du gerade gesagt hast, was wir mal können auseinander rauskützeln, ich habe jetzt die Möglichkeit, mal mit dir wirklich lang zu schwätzen. Ja, das ist schon. Also, weil das Lustige ist ja, dass wir uns eigentlich, dass ich dich zwar kenne, seit du auf der Welt bist, aber wir sind uns nie begegnet. Weißt du? Also mal so sporadisch irgendwann an einem Anlass oder so, an den berühmten Serviland Cipollata-Partys. Ja. Aber wir haben wirklich nie richtig Kontakt gehabt miteinander, im Gegensatz zu meinen Begegnungen mit deinem Vater. Richtig, richtig. Das hat mich sehr gefreut, wo wir uns dieses Jahr an den Swiss Comedy Awards gesehen haben. Ist es eben so gesehen, ich weiss logischerweise, wer du bist. Ja. Zwangsläufig nach 50 Jahren Theater und Fernsehen und so. Und habe mich auch gefreut, dass du gewusst hast, wer ich bin. Weil wir haben wirklich so en passant, hallo, ja, geht's gut? Ja. Und dann hast du gerade gesagt, wie geht's dem Vater? Liebe Grüße. Ja, genau. Ja. Und ich habe dich natürlich schon verfolgt, das ist klar. Also ich habe dann, wo ich dann gewusst habe, was du machst und so, dass du eben auch in der Comedy-Szene bist, hat mich das natürlich schon interessiert. Und ich habe es mindestens, weil ich einfach wenig Zeit habe, zum wirklichen Anlass zu gehen, tue ich das natürlich in den Medien verfolgen und im Facebook und Social, all die Social Medias mit YouTube und so. Also, dass ich auf dem Laufenden bin. Das ist ganz wichtig. Ja, und das sind eigentlich, ich glaube, Swiss Comedy Awards sind zweimal unsere Begegnungen gesehen. Richtig. Irgendwie im 17 und das Jahr. Wirklich schnell Hallo, Tschüss. Ja. So. Oder dann, glaube ich, so Privalo auch noch und so. Privalo bin ich aber noch nie gesehen. Nicht? Nein. Ah ja, aber dann wäre es aber höchste Zeit. Also dann, es ist jetzt gerade so, in dem Moment, in diesen Zeit-Tagen, jetzt sind die Nominationen gekommen. Weißt du, wo man muss der Monika Kählin mitteilen, wer man da so noch könnte nominieren. Und so ist es gut, dass du mich darauf hinweisest. Ja. Dann tue ich dich sofort etwa viermal eintragen, weißt du, wie bei der Stimme. Ja. Oder dann ich das so eintragen, dass du dann nominiert wirst. Dann sieht man mal, wie das funktioniert. Ja, so einfach. Das ist ganz einfach. Der Warm geht es ein und danach ist man nominiert. Ich gebe einfach viermal. Nein, ich mache es normalerweise nicht einmal gern, weil ich habe dann an mich gleich ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich vielleicht doch zu wenig weiss über die verschiedenen Leute, die da sind. Es sind ja mittlerweile unendliche Sparten. Mhm. Und früher ist das noch einfacher gewesen, hat man einfach zwei, drei Sparten gehabt. Und dann habe ich gefunden, ist es einfacher zum irgendwie. Aber heute hast du fängt derart ein breites Feld, auch was an Schweizer Künstler rum ist, grundsätzlich, dass es enorm schwer wird langsam. Also, dass ich manchmal denke, ja, wer gibt es denn noch? Ah, das gibt es ja auch noch und so weiter. Also, es ist nicht so einfach mittlerweile. Merkst du das deutlich so im Verlauf der Jahre, dass es mehr gibt? Das dunkelt mich extrem. Ja. Das dunkelt mich extrem. Also, früher hast du doch irgendwo, also ich meine, vielleicht idealisiere ich das irgendwo, aber so in meinem Hinterkopf habe ich das Gefühl, ist früher einfach, hat es einen Emil gegeben und einen Peach Weber vielleicht noch. Gibt es auch heute noch? So wahllos, jetzt einfach zwei Namen erwähnt, oder, wo damals so die grossen, sag jetzt mal, Eckpfeiler gewesen sind. Mhm. Und sonst hat es eigentlich in meiner Erinnerung hat es nicht so viele Comedians gegeben. Und heute habe ich manchmal das Gefühl, es ist wie Sand am Meer. Yeah. Also es hat
ploppt wieder jemand auf und so, heisst, oh, da ist wieder einer, da ist wieder ein Junge, da ist ein Newcomer, da ist ein Newcomer. Also, es ist fäng wirklich, wo ich eben bei den Comedy Awards auch gewesen bin, jetzt zweimal, muss ich ehrlich sagen, sind da neben auf der Bühne gestanden, wo ich keine Ahnung hatte, also noch nie gesehen habe voran. Ja, es ist in der Comedy sicher viel mehr geworden, weil es ja mehr Möglichkeiten gibt. Ja, und es erstaunt mich eigentlich einerseits, was für ein Fundus an Leuten da ist, auf der anderen Seite auch, dass die immer noch Themen finden. Ja. Yeah. Oder? Das ist also für mich manchmal phänomenal, dass ich denke, also das ist doch alles schon gesagt worden, ist doch alles schon gesagt worden und gleich gibt es immer wieder neue Themen offensichtlich, wo den Leuten unter den Nägeln brennen und wo sie dann ja, auf die Bühne bringen, also faszinierend. Ja, ich glaube, es ist ja wirklich das Leben, das immer weitergeht und einem auch eben die Themen bringt. Zufliegen eigentlich, oder? Die fliegen dazu. Sind ja sehr oft sind es ja, entstehen ja dann die Comedians, die Nummern, oder wie man das soll nennen, die entstehen ja meistens aus einer persönlich erlebten Situation. Aus einer, genau. Also sag, du bist irgendwie im Tram innen und was weiß ich was und hörst etwas oder so. Ich denke, so entsteht natürlich, gehen die Geschichten immer weiter. Ja, und ich glaube, durch das gibt es auch immer etwas Neues. Ja. Weil effektiv, also einerseits der Zeitgeist verändert sich, also merkst du ja auch immer, wie das Umfeld und die Welt an sich funktioniert und andererseits sind es auch die persönlichen Geschichten, die so individuell sind, dass das gar nicht kannst. Und eben dann gleich offensichtlich für die Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, sprich Publikum, lustig und spannend sind. Ja. Yeah. Ja. Das finde ich toll. Also, ich bewundere das, weil ich könnte es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut alles andere als ein Stand-up-Comedian. Ja. Also, ich könnte nicht einfach jetzt auf die Bühne stehen und da, ich sage jetzt mal salopp, drauf los plaudern. Du könntest. Ja, aber ob es lustig wäre, ist dann die andere Frage. Ich zweifle keine Sekunde dran. Ja, also das ist danke für Blumen, aber ich traue es mir nicht zu. Ich traue es mir nicht zu. Ich habe immer das Gefühl, ja, also ich wäre da, glaube ich, zu wenig lustig, weil ich mag mich erinnern, als ich das erste Mal vor einem Jahr Schnee, also das ist, glaube ich, 1900, ich weiß nicht was, 78 oder etwas, wo ich mein Debüt als Fernsehmoderator gegeben haben. Das hat ein Quiz gegeben, damals noch vor deinem Vater. Wir sind erstens quasi fast ein Nachfolger geworden von mir. Mindestens in dem Gebiet. Yeah. Und das ist ein Quiz, das heisst Banco, ein Spiel um Sackgeld. Und das habe ich moderiert. Und trotzdem haben wir einfach gefunden, ein Radiomoderator ist auch ein guter Fernsehmoderator. Wir sind ja alle damals eigentlich aus dem Radio, wie soll ich sagen, aus dem Radiosegment kommen. Also alle die Moderatoren hat man dann von mir über deinen Vater, über den Heinz Margo, muss man auch mal sagen, und der Robert Brendlin etc., die sind alle Radiomoderatoren gewesen, letztlich auch der Benny Thunherr. Yeah. Und von dem her hat man immer gesagt, die Leute sind gut und ich bin dort in das Banco reingekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Man hat mich einfach getestet und hat gefunden, ja, der kann das als Radiomoderator. Und ich bin dort gestanden, als Schauspieler einen Moderator gespielt. Yeah. Oder ich bin angestanden und habe gefunden, ein Moderator ist so, oder? Der sagt, grüezi miteinander, schön, dass Sie da sind, wunderbar, und da haben wir Ding, und da ist eine Spielwand, und so weiter. Und das Mal ist gerade so die meine Weber-Geschichte, Zeit, ist vorbei gewesen, und dann hat damals Tageszeitung geschrieben, damals noch Walter Andreas Müller, der Nachfolger von Manny Weber, oder, und so, und dann ist die erste Sendung ausgestrahlt worden. Und am anderen Tag hat die gleichzeitig geschrieben, der berühmte Satz, Walter Andreas Müller bewegte sich wie ein beflissener Staubsaugervertreter. Weil ich bin jetzt wirklich ich habe mir vorgestellt, so ist ein Moderator, oder? Also, und darum, dort habe ich wirklich gemerkt, da bin ich an meine Grenzen gestossen. Yeah. Ich habe gemerkt, hallo,
ich bin kein Fernsehmoderator. Ich bin Schauspieler, ich brauche ein Korsett, ich brauche ein Leitplanken. Mhm. Und dann funktioniere ich. Mhm. Dann kann ich auch wie in Figuren hineinschlüpfen oder so. Das sind für mich Deckmäntel, das ist wie ein Film, der in mir innen abläuft. Also yeah. Das kann ich umsetzen. Und darum dann auch logischerweise Konsequenz, dass ich einen Moderator gespielt habe. Ja, ja, ja. Das ist ja das, wo man immer sagt, der Moderator und Moderatorin, die kommunizieren ja mit dem Publikum und, ja. Und im Schauspiel machst du ja eigentlich... Du machst das schon auch, yeah. Aber du machst es unter einem quasi, wenn man es so blöd will sagen, es ist eine Art Pseudonym. Bin als Pseudonym auf dem, ich bin nicht das, und ich glaube, das Geheimnis von einem guten Fernsehmoderator, habe ich jetzt mittlerweile begriffen und gelernt, ist, dass du authentisch bist, dass du dich selber bist. Yeah. Dass du nicht versuchst, auch jetzt in unserem Gespräch, dass wir versuchen, irgendwie etwas zu spielen, etwas anderes zu sein, als wir sind. Mhm. Also ich versuche mittlerweile, ja, so persönlich und authentisch wie möglich zu sein. Yeah. Und eine Kamera zu vergessen. Also yeah, sondern yeah. Sondern nur da zu sein. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis vom guten Moderator. Immer wenn ich Fernsehen schaue und die Moderatoren sehe, dann merke ich ganz genau, wo welche das jetzt spielt, weil yeah. das ein Moderator spielt, weil das will irgendwie was auch immer für einen Ehrgeiz hat vor der Kamera, oder wer einfach ganz simpel sich selber ist. Das ist, glaube ich, dann das Geheimnis. Und Stand-up ist so eine komische Mischung. Ja, natürlich. Weil da geht es natürlich auch um Originalität, denke ich. Es geht auch um eine Authentizität zu übertragen. Also ich wollte ja nicht primär eine Geschichte hören, nur wenn ein Comedian auf der Bühne steht, sondern ich will von ihm etwas erfahren. Mhm. Ich will innerleben. Ich will entscheiden, ist mir der Mensch sympathisch, der da vorne steht, und dann dazu eine gute Geschichte abliefert, oder ist es einfach eine Puppe, wo irgendetwas spielt? Also das finde ich noch einen spannenden Aspekt, oder? Ja, ich merke das auch, wenn wir irgendwie mehrere sind, eine Mixed Show haben. Und dann gibt es Leute, die wie der Text vorher durchgehen. Ja. Und zwar Wort für Wort, ja. So wie ja. sie es aufgeschrieben haben. Ja. Und dann ist es eben sehr nah beim Schauspiel. Richtig. Und dann gibt es die, die eher frei in so einem... Ja, das ist ganz ein Stichwort, frei, oder? Ja. Frei, Alain Frey, oder? Habe ich in letzter Zeit, ich habe den Alain Frey überhaupt nicht gekannt. Mhm. Plötzlich taucht da irgendwo in YouTube und in Facebook und überall kommen ununterbrochen so Kurzclips. So Clips, oder? Yeah. Clips, wo ich das Gefühl habe, ja, also ist der wirklich unvorbereitet? Mhm. Also nimmt der wirklich einfach das, was im Moment im Publikum passiert, oder ist es inszeniert, ist es auch einstudiert, da komme ich nicht ganz draus. Im Fall von Anna Frey, die Clips, die er zeigt, das ist effektiv alles improvisiert. Das das bewundere ich dann, yeah. muss ich sagen, yeah. dass jemand also einfach dann spontan aufs Publikum kann eingehen und mhm. das aufnimmt mhm. und dann noch gleichzeitig auch noch einen Joke gibt raus. Ja. Yeah. Das ist verblüffend. Also das hat mich erstaunt. Ja, das ist effektiv. Wo es dann andere gibt, wie also Freunde von mir, die ich weiss, der Claudio oder so, Claudio Zuccolini, yeah. oder wo jemand ist, der ungeheuer akribisch fast mhm. eigentlich, natürlich schon auch Freiraum lässt für mhm. Improvisation, aber grundsätzlich sehr, sehr das Programm yeah. einstudiert für sich, oder? Also wirklich ein festes, eigentlich in dem Sinn eben ein Programm hat. Oder? Mhm, das ist, glaube ich, schon ein wahnsinniger Unterschied. Das müsste ich auch machen. Also wenn ich jetzt so etwas würde machen, dann bräuchte ich auch wie einen Aniko Donat oder Helga Schneider oder so. Ich bräuchte jemanden, wo mir ein Korsett schreibt. Ja. Yeah.
Und dann könnte ich mir vorstellen, ja, dann könnte ich es vielleicht. Ja, eben, natürlich könnte ich es schon. Aber ich meine, ich habe jetzt, da haben wir es vielleicht missverstanden, ich meine, ich könnte es nicht aus mir raus. Mhm. Also, dass ich mir selber ein Programm schreibe, das, das sehe ich nicht. Das Einzige, was ich schreiben kann, ist früher meine Radiomoderationen. Die hat man logischerweise selber müssen, vorbereiten. Und Globi-Hörbücher, wo ich aufgrund von den Büchern, die Hörbücher, die Hörspiele yeah. schreibe. Yeah. Das kann ich. Also aufgrund vom Buch dann Dialog schreiben, Szenen auswählen etc. etc. Das geht, das kann ich. Ja, aber nicht jetzt her sitzen und sagen, jetzt schreibe ich ein Comedy-Programm. Das geht überhaupt geht nicht. Ja, aber ich habe das Gefühl, in Zusammenarbeit mit jemandem. Ja, okay. Ich meine, was du sicher alles für Geschichten hast. Ja. Aber weißt du, irgendwann muss man auch sagen, also ich merke jetzt, dass bei mir langsam. Ich werde jetzt auch, also ich werde auch nicht mehr jünger. Also ich bin jetzt so langsam in einem Stadium, wo ich bei jeder Produktion sage, ja, nach der höre ich dann auf. Wirklich? Ich denke, ja, das war jetzt so eine schöne Produktion gewesen. Also ich rede natürlich jetzt von Theaterproduktionen oder Musicals oder was auch immer. Und dann ist das immer wahnsinnig schön. Wir haben am Tag, als der Papst gekidnappt wurde, die letzte Produktion auf der Bühne, die ich gemacht habe. Das habe ich auch mal gespielt übrigens. Ja. Mhm. Was hast du denn da drin gespielt? Der Sohn. Der Sohn, genau. Ja, ja klar, Logo. Ja, ist eigentlich klar. Es wäre ein bisschen absurd gewesen, wenn du, es wäre dann irgendwie das Laientheater Rienach gewesen oder etwas. Nein, der Papst. Nein, ich meine, wenn du den Papst gespielt hättest. Oder das wäre dann wirklich ein bisschen, oder, über vier Ecken. Genau. Aber das ist natürlich super. Nein, aber eben, das Stück habe ich 175 Mal gespielt und es ist so eine Traumrolle, den Papst zu spielen, dass ich gefunden habe, ja komm, nein, jetzt höre ich auf. Oder nachdem, das ist so einen schönen Abschluss. Und dann kommt der Dominik Flaschke und sagt, du, los, wir machen das Sister Act und so, willst du da den Pfarrer spielen? Und ich sage, gut, es ist zwar ein grauenhafter Abstieg vom Papst aber zum gewöhnlichen Pfarrer, aber ja, wahrscheinlich spiele ich dann im nächsten Stück einen Ministrant. Aber nein, es ist einfach... Und das hat mich dann natürlich wieder so gejuckt, wo ich gefunden habe, einmal, das muss ich noch machen. Mhm. Und jetzt ist das so wunderbar und läuft wie verrückt in dem Aghalle. Wir spielen jetzt noch, zuerst haben wir geplant bis Ende Februar und jetzt haben wir schon verlängert bis im Februar, also bis Ende Februar. Yeah. Mal. Und die Leute rennen uns buchstäblich Buden ein, wie man so schön sagt. Mhm. Also wir haben einen riesen Erfolg mit dem Stück. Und das ist also, und dann muss man wieder sagen, ja, hey, Gott sei Dank, habe ich das angenommen, mache ich das. Und dann ist das fertig und ist im Februar und dann denke ich, ja, und jetzt, gut, jetzt könnte ich aufhören. Und dann kommt wieder irgendwo mein alter Freund Christian Jenny und sagt, du, los, ich mache dann wieder eine Drittligasse im nächsten Sommer, eine Open-Air-Produktion in Zürich zum dritten Mal. Und jetzt bin ich zweimal dabei gewesen. Und ich gesagt, ja gut, okay, dann mache ich halt noch im Sommer mache ich dann die Drittligas. Also, es ist einfach, es geht gleich immer weiter und trotzdem denke ich manchmal, es langt jetzt dann, du hast jetzt so viel gemacht eigentlich im Laufe der Jahre, obwohl ich das nie, muss ich ehrlich sagen, als das empfunden habe. Mhm. Ich habe nie das Gefühl, wenn Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, du hast doch so viel gemacht. Oder dann gibt es so naive Leute, die auf einem zukommen und sagen, ja, sie sind ein Star. Oh, sie sind ein Star. Dann sage ich, ich habe einen Job gemacht, wie viele andere auch. Oder wir machen bis zu einem gewissen Grad machen wir ja einen Job. Mhm. Und den machen wir entweder gut oder schlecht. Mhm. Oder nicht, ja. Und von dem her sage ich auch nichts, hey, also Stars sind für mich Leute, die eine Weltkarriere machen, die eine internationale Karriere machen, die nicht einmal unbedingt im Theaterbereich etwas Outstandings machen, wo man kann sagen kann, hey, das ist jetzt einmalig, aber ich empfinde mich nie als das. Ich habe immer es gefunden, ich habe immer gefunden, ich mache einfach, ich mache gut, probiere eine gute Arbeit zu machen. Mhm. Also, was ich immer gesagt, der berühmte Satz, den ich auch schon 100-mal zitiert habe, ich sage immer, wenn mich die Leute fragen, ich kann wahnsinnig viel, aber ich kann nichts richtig. Ja. Yeah. Sage ich immer. Also, ich bin nie nicht irgendwo so exklusiv
dass ich sage, das kann ein anderer auch. Also, aber ich versuche einfach so gut wie möglich meinen Job zu machen. Und das ist im Grunde genommen wahrscheinlich das Geheimnis von meinem Erfolg, dass ich überall irgendwie so ein bisschen den Fuß in der Tür hatte. Das hat mit dem Theater angefangen und dann aus finanziellen Gründen habe ich irgendwie gefunden, ich muss noch etwas mehr machen und habe beim Radio angedockt. Und dann ist das eine Radiokarriere geworden, die ich über 40 Jahre machen konnte, nebst dem Theater. Ich konnte immer beides können. Ich immer, wenn das Theater nicht gelaufen ist, habe ich mehr Theater gemacht, mehr Radio gemacht und umgekehrt. Oder? Also ich hatte dadurch einfach ein Wahnsinnsschwein in meinem Leben. Ja, das ist ja auch im Schauspiel, die paar Jahre, wo ich es gemacht habe, hat mich das auch immer wahnsinnig gestresst, weil man eben so projektbezogen muss arbeiten und man die Kontrolle nicht hat. Also ja. du musst ja wirklich hoffen, dass ein Angebot kommt und dass das terminlich auch aufgeht. Ja klar. Es ist ein Puzzle. Ja. Es ist ein Puzzle, wo muss, und sehr oft gehen einem Sachen durch die Latte, weil es terminlich nicht klappt. Genau. Oder? Weil man irgendwie einfach mal sagen, oh nein, sorry, wir haben da noch Vorstellungen, ist eben 3 Wochen, da kann ich noch nicht ausspielen. Also das ist so. Es ist wirklich, aber ich habe durch das, dass ich irgendwo immer den Background hatte vom Radio, habe ich ist mir ein enormes Bündel, ein enormes Gewicht ist mir vom Rücken gefallen. Ich habe nie in meiner ganzen Karriere, sogenannten Karriere über die 50 Jahre, habe ich, sagen wir mal, finanzielle Angst gehabt oder so. Mhm. Es ist immer irgendwie, dann ist halt das Radio, habe ich halt mehr Radio gemacht. Oder eben umgekehrt, dann habe ich wieder im Radio können sagen, hört, ich habe jetzt eine Fernsehgeschichte oder ich habe eine Theatergeschichte. Und dann habe ich dort weniger machen. Also das ist ein ungeheures Privileg gewesen, das ich wirklich eigentlich die ganzen über 50 Jahre mittlerweile hatte. Ich glaube aber auch, dass das wirklich so ein bisschen ein Wesenszug ist, dass wenn man so etwas macht, gibt es 2 Sorten. Es gibt die, die konstant Existenzangst haben und es gibt die, die sagen, es geht schon immer irgendwie. Richtig, ja. Und das ist auch die richtige Einstellung letzten Endes. Yeah. Oder dass man sich einfach in dem Beruf nicht, weil ich glaube, wenn man Angst hat, dann verschliessen wir sich auch. Mhm. Dann geht's eh nicht weiter, oder? Weil dann kommt eine gewisse, wie etwas, wo man wahrscheinlich auch ausstrahlt, oder? Dass man denkt, der hat Schiss, du, oder irgendwie. Also, es ist ganz komisch, ja. Yeah. Und wenn man irgendwo dem Salopp gegenübersteht, glaube ich, ist die Chance grösser. Also, das ist das blöde, dumme Zitat, wo man ganz naiv kann sagen. Also, ich habe immer gesagt, wenn noch immer das Türli zugegangen ist, dann habe ich mir immer gesagt, es geht wieder ein anderes Türli auf. Mhm. Und so ist es auch immer gewesen. Mhm. Ja, ich glaube, das strahlt man grundsätzlich aus. Ja. Und das zieht dann auch wieder Sachen an. Absolut. Ja. Absolut. Absolut. Und was du vorher gesagt hast, mit du machst immer noch mal ein Projekt, ich habe das Gefühl, du bist für mich eins von diesen Beispielen, wo ich mir so denke, ich meine, ich bin jetzt Mitte 30 und ich schaffe nicht jetzt, um dann Mitte 60 zu sagen, so, fertig. Sondern ich habe mir etwas ausgesucht, wo ich hoffentlich noch viel länger will machen. Ja, es ist natürlich auch so. Ich meine, wenn ich habe damals mit 35 bin ich da gestanden und gesagt, wo bin ich echt mit 60? Oder? Mhm. Also wie geht es mir echt dann? Und dann ist irgendwie zuerst ist 50 gekommen und dann habe ich Schiss gehabt, habe ich plötzlich gemerkt, jetzt rechne ich nach oben. Wie viel bleibt mir eigentlich noch? Voran habe ich immer nach oben gerechnet, bis 50. Habe ich immer gefunden, ja komm, das ist also, ich bin ja bei den Jungen und so. Und dann mit 50 habe ich plötzlich gefunden, wie viel bleibt jetzt noch? Und dann habe ich gedacht, wie ist es mit 60, oder? Mhm. Und dann bin ich 60 geworden, dann ist es immer noch gleich gewesen. Wie voran mit 40 und mit 50. Und dann habe ich gedacht, gut, das. Und dann bin ich 70 geworden. Und dann, und dann ist mit 70 immer noch gleich gewesen wie mit 60, oder? Und jetzt bin ich langsam, auf dem Weg so gegen die 80. Und jetzt bin ich gewundert, wie wird es mit 80 sein? Also, ich habe zum Dominik Flaschka gesagt, also falls du dann in 3 oder 4 Jahren, beziehungsweise
zu meinem 80. Geburtstag hat das Casino Theater Winterthur angedroht, sie wollen etwas machen zu meinem 80. Geburtstag. Dann habe ich zum Victor Jacobo am Telefon gesagt, du los, vielleicht müsst ihr mich dann aber mit dem Rollator auf die Bühne rausschieben. Aber ich weiss es nicht, oder? Also es ist interessant, dass ich staune auch über einen Emil, wo immer noch einfach mit einer ungeheuren Energie und Freude nach wie vor arbeitet. Und das mache ich mir so schon auch im Hinterkopf, wie jetzt du gesagt hast, mit 35 mache ich mir das auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, der Traum, sagen wir mal, dass ich vielleicht doch einfach irgendwann einmal halt eben bis ich einfach umgehe und auf der Bühne stehe. Ja. Yeah. Ja, aber ich glaube auch, dass... Das wird wahrscheinlich so sein, oder? Obwohl es Sehnsucht da ist. Mhm. Weißt du, dass ich manchmal denke, oh, ich will... ich sage dann auch so, oh, ich will noch eine Weltreise machen, ich will noch das Land, Sebland, das Land, jenes Sattel, kennenlernen, wo ich alles noch nicht abgehökelt habe in meinem To-Do-Katalog. Ja, und letzten Endes nein, du musst es einfach halt so nehmen, wie es kommt und so, wie es halt dann läuft, oder? Aber schön wäre es natürlich gleich, trotz allem, oder? Ja, aber ich glaube auch, dass das Hirn ja effektiv frisch bleibt, wenn man weiterhin so Sachen macht. Ich glaube, du musst offen bleiben, ja, das ist, glaube ich, das ist auch ein Geheimnis, wahrscheinlich, obwohl man es nicht kann steuern kann, aber es ist sicher ein Geheimnis, wo mithilft, dass man wach bleibt, dass man neugierig bleibt, dass man eigentlich positiv, das berühmte Think Positive, also von dem her, das macht schon enorm viel aus, oder? Aber letzten Endes steuern kannst du es ja gleich nicht, weil ich habe so viele Fälle, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber nein, ich habe ein paar Fälle erlebt, wo man gesagt hat, ja, Schauspieler, die müssen ja immer Text lernen, die sind ständig gefordert, bei denen kann nichts passieren. Und ich habe 4-5 Fälle erlebt jetzt von Kolleginnen, vor allem auch Kolleginnen und Kollegen, die dann plötzlich in einer relativ kurzen Zeit an Demenz erkrankt sind, oder? Also du kannst es nicht steuern. Nein, steuern kannst du nicht, logischerweise. Aber ich habe das Gefühl, das ist sicher nicht wissenschaftlich erwiesen, vielleicht gibt es sogar etwas, aber ich habe sicher das Gefühl, dass es einfach länger fit behaltet. Ja, jein, ja, vielleicht. Also ich habe auch jetzt junge Fälle erlebt. Aber der Gedanke, wo du jetzt gesagt hast, der hat bei mir einen anderen Link ausgelöst. Etwas Interessantes ist ja, dass Musiker, also gerade zum Beispiel, ich denke jetzt an klassische Pianisten zum Beispiel, dass die alle, oder ein grosser Teil, die spielen Klavier, also grosse Pianisten sind ja alle so 90 geworden und sind immer noch am Klavier gesessen und haben eigentlich kaum laufen können. Aber sie sind am Klavier gesessen und dann hat es gemacht, bumm, und dann haben die ist das einfach gelaufen. Und das hat vielleicht schon etwas mit dem zu tun, eben, dass man natürlich durch das, dass man ständig in der Übung bleibt, dass das einen Einfluss kann haben. Also meine Urgroßmutter hat Klavier gespielt und hat das gemacht bis 96. Eben, gesehen. Wow, also das wäre jetzt, wär jetzt ein Beweis für meine Theorie. Absolut, absolut. Es ist genau so gesehen. Sie ist wirklich drum. Sie ist Ewigkeiten topfit gesehen. Ja. Und dann ist es rasant schnell gegangen. Ja. So. Ja. Ja, aber hat auch vielleicht unter Umständen Sachen vergessen, pipapo, aber wenn sie ans Klavier gesessen ist, dann hat es funktioniert, oder? Genau. Ja, das ist verrückt. Ja, es gibt sicher so 2-3 Ecken, wo noch irgendetwas aktivieren. Das stimmt. Und das andere ist vielmehr, ich glaube auch der Sinn von irgendwie mit Zweck auf dieser Erde. Das klingt jetzt so hochgestochen. Ja, ja, aber ja, aber ich denke mir, das habe ich jetzt auch schon im Umfeld gesehen, Leute, die irgendwie in die Pensionierung gehen. Ja. Und danach gehen sie in ein komplettes Loch. Ja, das ist so. Das ist so. Also das habe ich ganz konkret bei meinem Vater erlebt. Mein Vater hat bis 65 war er ein unwahrscheinlich aktiver Mensch gewesen, der seinen Beruf geliebt hat als Typograf. Er war bei der Zürich-Zeitung als Typograf. Mhm. Und er hat
wirklich gehofft, dass er nach seiner Pensionierung kann weiterarbeiten kann. Yeah. Oder weil er ist wirklich gut gewesen und so. Und aber bei dem hat es auch geheißen, mit 65 so fertig. Oder? Mein Vater hat nichts vorbereitet, keine Hobbys gehabt, kein irgendeinem Sinn Interesse gehabt. Und er ist innerhalb von, ja, 5-6 Jahre hat die Demenz, die Demenz gerade eingesetzt, eigentlich nach der Pensionierung. Yeah. Er ist dann allerdings 80 geworden, aber nur noch in einem Zustand, also es klingt brutal, ein lebender Leichnam. Also er hat uns nicht mehr gekannt, er hat nicht mehr können reden, er ist nur noch am Pflegefall gewesen. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass wenn man sich nicht positiv auf das einstellt und sich überlegt, was mache ich, wenn der Fall kommt, wenn eine Pensionierung tatsächlich zutrifft. Weil bei uns Schauspielern ist das ja grossartig, wir werden nicht pensioniert. Ja, das eben. Ist wunderbar. Bei mir. Wir können spielen, arbeiten, bis wir eben buchstäblich, bis einfach nicht mehr geht. Mhm. Oder? Und das ist, wenn das jemand hat, wo einfach weiss, mit 65 ist fertig und sich nicht mit dem auseinandersetzt, dann ist das, ich finde ich sehr, es ist auch traurig und es ist fatal. Ja. Und solange im Schauspiel, solange die Stimme noch funktioniert, solange man noch... Kann rumgumpen. Genau. Das ist so, das ist etwas Wunderbares und ich bin auch enorm dankbar für das. Also ich bin wirklich ein Mensch, wo sehr, sehr immer wieder reflektiert darüber und ich eigentlich jeden Morgen lustigerweise so in der letzten Zeit, habe ich so eine blöde Ding, dass ich einfach am Morgen zum Schlafzimmer rauskomme, auch wenn weit und breit niemand rum ist, sage ich guten Morgen, schönen Tag oder irgend so etwas. Guten Morgen, gut, schau den Himmel an, der Himmel ist blau, cool, ja, lässig, schönen Tag. Und das ist auch eine Form von Dankbarkeit. Oder? Mhm. Also, ich bin wirklich, glaube ich, ein unwahrscheinlich dankbarer Mensch, auch zu Abend, wenn ich im Bett irgendwie reflektiere und finde, was hat mir der Tag gebracht? Super, ich kann auf der Bühne stehen, ich kann wie im Moment 600, 700 Leute jeden Abend Freude machen. Tollen Applaus und so. Und für das bin ich enorm, enorm dankbar. Ist das etwas, was du dir aktiv antrainiert hast? Nein, das hat sich eingestellt. Wirklich? Das hat sich irgendwann eingestellt. Oder? Ich meine, und das ist ja richtig so. Ich finde, als junger Mensch soll man sich nicht über das Gedanken machen. Soll man das Leben geniessen? Soll man, ich bewundere immer oder freue mich vielmehr, nicht bewundern. Aber ich freue mich, wenn ich Kinder sehe, wo einfach in den Tag hinein springen und rumgumpen und lachen und tun und kein, nicht der kleinste Gedanken an irgendeine eine Weltsituation, einen Krieg in der Ukraine und weiss ich was alles, sich mit dem auseinandersetzen, sondern einfach das Leben geniessen. Und das finde ich auch richtig und das ist bei mir, glaube ich, auch so gewesen. Ja. Ich kann mir doch bis ich weiß nicht, wenn der Umschwung gekommen ist letzten Endes. Ich denke, das war schleichend gewesen, aber ich habe mir nie gross Gedanken gemacht. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich anfange, dankbar zu sein. Mhm. Dass ich mal irgendwo angefangen habe, irgendwo plötzlich spontan an einer Kirche vorbeigelaufen bin und in die Kirche hineingegangen bin und das Bänkli gehöckelt bin dort und ohne irgendwie ein Mann in einem weissen Hemd mit einem grauen Bart mir vorzustellen, sondern einfach so zu sagen, Kopf, also habe ich eigentlich ein hure schönes Leben. Mhm. Ich bin gesund, ich habe keine Sorgen in dem Sinn. Also, ja, warum gerade ich? Warum hat Schicksal jetzt gerade das für mich irgendwie, warum habe ich das Schicksal geschenkt bekommen? Das finde ich, das ist ein Grund für mich, zum dankbar sein. Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, was du gerade gesagt hast, dass man es in jungen Jahren auch geniessen sollte. Ja, weil das ist überhaupt ohne oder andere. Aber irgendwann später, glaube ich, kommt schon der Punkt, weil ich das habe ich mir nie überlegt, aber ich denke heute, ohne jetzt da wahnsinnig religiös zu sein oder so, aber ich denke irgendwie, Gott, das kann doch nicht selbstverständlich sein. Das kann doch nicht, warum, wie in diesen Milliarden von Menschen, wieso habe ich jetzt
subjektiv so ein, kann ich so ein tolles Leben führen. Mhm. Ich bin nicht irgendwo in Afrika und weiss nicht, wie ich mein Essen soll, woher dass ich soll essen nehmen soll und woher dass ich Medikamente soll nehmen und so weiter. Also warum? Ich denke, dass, da muss ja irgendetwas muss da sein, ohne da wollen, eben, ich bin in dem Sinn sicher nicht ein Sektierer. Mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ja, da gibt es irgendetwas, wo das steuert. Es ist ja sicher auch Einstellungssache, also eben, ja. dass du reflektierst und die Dankbarkeit überhaupt immer, an Dach legst. Was auch immer du dir vorstellst, ja. Oder? Ob jetzt das wirklich, wie ich weiß, im Katholizismus sicher so ist, dass Leute sich da vorstellen, der liebe Gott hat mir das geschenkt und der liebe Gott ist und so weiter und ich komme dann in den Himmel und weiß ich was. Nein, aber einfach, es muss da irgendetwas muss sein, was ich nicht erklären kann. Ja. Das ist wahrscheinlich auch gut so. Ja, ich glaube auch, ja, Gott sei Dank. Ja, genau. Ja, die berühmte Situation ich möchte eigentlich gerne wissen, weißt, wie mein Leben endet, auf der einen Seite, oder? Die Neugier, wie geht es weiter, was wird eigentlich, wie werde ich einmal und so aus dieser Welt mich verabschieden und auf der anderen Seite, Gott sei Dank, weiss man es nicht. Mhm. Oder? Und wie du vorher gesagt hast, in den jungen Jahren sehe ich eben viel, wo nicht den Moment genießen, sondern immer irgendwie eben schon probieren weiterzudenken und jetzt muss ich das erreichen und jetzt muss ich dort hin. Ja, so. Ja. Das hast du nicht so gehabt. Du hast wirklich gesagt... Nein, hey. Im Gegenteil. Ich habe, wie ich vorhin mal angetönt habe, als ich da in Deutschland war, bin ich im Engagement mit 35 und gedacht habe, meine Güte, jetzt hocke ich da damals immerhin an einem recht guten, renommierten Stadttheater bei der Städtischen Bühne Bielefeld bin ich gewesen, 2 Jahre, oder, in dem Alter, also kurz vor 30, und ist noch vor 30 gewesen, muss ich genau sagen, und eben ist einfach immer, da habe ich gedacht, mein Gott, hoffentlich, wo lande ich einmal noch? Jetzt bin ich da in Deutschland an dem Theater und ja, ist es jetzt so, dass ich jetzt dann beim nächsten Engagement bin ich am Theater in Kiel und dann bin ich am Theater in Hannover und dann bin ich am Theater in Celle und dann bin ich am Theater in Stuttgart und dann werde ich pensioniert oder wie geht das? Und dort ist der Gedanke ganz intensiv gewesen, dass ich mir vorgestellt habe, wo werde ich einmal sein mit, sagen wir, 65. Das hat mich dort schon wahnsinnig Wunder genommen. Und ich denke, da bin ich dann überhaupt noch am Theater. Mache ich etwas ganz anderes? Oder? Das hat mich dort enorm gewundert. Dort hätte ich wahnsinnig gern gewusst, wo ich bin mit 65. Ich habe es dann erfahren. Warum bist du denn von Deutschland zurück in die Schweiz gekommen? Ja, genau aus dem Grund. Ich habe einfach gemerkt, dort draussen wartet niemand auf mich. Ich bin dort rausgegangen auf das Deutschland, weil man gesagt hat, man muss als junger Schauspieler, um die Sprache abzuschleifen und so weiter, hat man da bei uns damals am Bühnenstudio noch, wo jetzt heute eben die ZHDK ist, hat man uns gesagt, ihr müsst auf Deutschland und so. Und dann habe ich das halt auch gemacht und bin einfach 3,5 Jahre bin ich in Köln, in Bielefeld, in Rendsburg. Zuerst in Rendsburg habe ich ein Jugendstück gemacht und dann eben also runter zu den städtischen Bühnen und habe einfach gemerkt, ja Mensch, also eben, da wartet niemand auf mich. Mhm. Die haben auch damals in Bielefeld schlussendlich in Bielefeld nicht gewusst, was mit mir eigentlich sollen machen. Oder ich bin mit meinen 1,63 damals Grösse, habe ich Buben gespielt. Also Liebhaber sind an mir vorbeigegangen. Oder ich war zu klein gewesen für einen Don Carlos oder für einen Hamlet oder irgend so etwas. Oder? Und die haben immer Buben spielen und so. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, ich komme da nicht weiter. Und dann habe ich gefunden, komm, ich gehe lieber wieder zurück in die Schweiz und probiere mir das, ein kleines Gärtchen aufzubauen in der deutschen Schweiz. Als dass ich da außen in Deutschland versuche. Ich habe auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad Heimweh gehabt. Wirklich?
Und dann bin ich wirklich bin ich zurück auf Zürich. Und der Zufall hat es natürlich wollen. Mir hat Schicksal sehr oft glücklich in die Hand gespielt, dass wir in Zürich an der Winkelwiese, am Theater an der Winkelwiese, Kleintheater, dort hat wollen ein Ensemble aufbauen und sie mich angefragt haben, ob ich nicht dort möchte mit dabei sein. Mhm. Oder? Und dann habe ich gewusst, ich komme zurück und habe ein Engagement. Ja. Yeah. Auch miserabel bezahlt zwar, aber immerhin. Zahlt, ja. Ich bin immerhin zu Zürich gewesen und ich habe gefunden, von Zürich aus kann es ja vielleicht dann doch weitergehen. Oder? Mhm. Und dort ist eben dann auch der Effekt passiert, dass ich, habe ich ein verkältetes Auge, ist dann wirklich der Effekt passiert, dass ich dort mit dem Geld nicht leben konnte. Einfach an den Winkel wissen und gesagt, ich muss etwas anderes machen und dann eben beim Radio angefragt haben, ob sie nicht einen Sprecher brauchen. Mhm. Und zufälligerweise auch wieder Glück gehabt, yeah. Haben sie jemanden gebraucht. Und da hat das Ficky-Mülli-Spiel eigentlich angefangen. Yeah. Und von Zürich aus ist dann natürlich, von der Winkelwiesen aus ist dann einfacher gewesen, als ich dann den Background vom Theater, vom Radio hatte, habe ich mich dann auch gewagt, irgendwie nach 4 Jahren an der Winkelwiesen frei zu arbeiten. Mhm. Und mein erstes Engagement ist dann als freischaffender Schauspieler ist dann das neue Theater Basel gsi, wo ich im Schwarzen Hecht han können mitspielen. Und von dort aus ist es dann freischaffend ist es dann weitergegangen und ich bin dann eigentlich eben bin dann eben so hat eins andere gegeben bis heute. Ja, und der Globi, hast du mal gesagt, ist eigentlich auch so eine... Der Globi ist auch ein Glücksfall gewesen. So eine Zukunftsinvestition gewesen, ja, oder? Ja, kann man wirklich sagen. Weil es ist so gewesen, dass der Globi natürlich auch entstanden ist, dank dem, dass ich das Jahr zuvor am Radio, als Radio gekommen bin. Das war 1975 gewesen. Und dann mir dort eine Konkurrenz von Trudi Gerster, ist damals Karin Meff, am Radio. Mhm. Und Karin Meffer, das Märli-Tante, ist zu mir gekommen, nachdem ich ein Jahr am Radio gsi bin, als Sprecher. Und schon dort so ein bisschen Stimmenimitationli gemacht habe, etc. Ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, du, ich will gerne aus dem Globi-Buch ein Hörspiel machen. Hättest du Lust oder könntest du dir vorstellen, die stimmt sie? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere mal. Und dann habe ich Papagei, irgendwie das so mit der Stimme probiert. Und so, und dann hat sie gefunden, mal, das ist gut. Und dann haben wir die erste Platte gemacht und die Kinder haben das gar nicht lustig gefunden. Sie sind vorgerannt und hatten Angst gehabt. Und dann haben wir dann gesagt, dann müssen wir etwas ändern. Und dann ist dann nachher ist dann der Lausbub, das ist dann quasi die Stimme geworden, die sie bis heute dann eigentlich, ja, geblieben ist. Ist so ist dann der Globi geworden. Und dank dem auch, oder? Und das ist dann halt jetzt eben auch über den seit dem 1976 haben wir die erste Schallplatte damals, wie gesagt, gemacht. Und bis heute sind wir dran. Also jetzt dann Ende Februar kommt mein 28. selber geschriebene Hörspiel raus. Globi bei den Jacks. Yeah. Und voran war Roger Federer und Globi und die Ozeane und so weiter. Also immer, es läuft und läuft und läuft. Das und es war auch so ein Zufall. Ja. Yeah. Aber dort hast du aber schon gewusst, das ist der AHV. Ja, nicht, nein, ich kann damals ist es natürlich gar nicht, sind die Kassettli, es ist schon gelaufen, oder? Es ist schon zur Konkurrenz geworden zum Kasperli. Es ist ja, es sind immer die beiden Fraktionen natürlich, haben über Jahrzehnte hinweg, ist das immer so gewesen, Fraktion Globi und Fraktion Kasperli, oder? Die einen, yeah. die Kasperli gelesen haben, die haben nicht Globi gelesen und umgekehrt. Und, aber dass es dann im Laufe der Jahrzehnte buchstäblich so ein Erfolg wird, also dass wir mittlerweile, glaube ich, wo der CD-Verkauf, der Kassettenverkauf noch funktioniert hat, sind wir mittlerweile auf, ich weiß auch nicht was, etwas über 3 Millionen Tonträger, oder? Also von dem her ist es natürlich ein enormer Erfolg und jetzt durch Spotify und all die Sachen läuft das weiter und das ist natürlich schon gut, ich meine, wir wissen alle, also du kannst mit diesen Sachen nicht reich werden, also wenn ich für jede CD in Franken bekommen hätte, dann wäre ich Globi-Millionär geworden, oder? Aber nein, das ist natürlich nie, also man hat am Anfang hat man einfach so 200 Franken bekommen und, so, und dann ist der Fall erledigt. War, ist das sogenannte Buyout gewesen. Aber
Aber trotzdem, jetzt heute muss ich sagen, durch das, dass ich sie auch schreibe und als Autor und immer noch die Stimme bin und immer noch inszenieren und so weiter, ist es natürlich schon, ja, ist es ein Zustupfer der AHV, das muss ich sagen. Ja, vor allem die Entscheidung dann auch eben selber die Adaptionen. Ja, das hat sich auch ergeben. Yeah. Das hat sich auch ergeben. Das hat jahrzehntelang hat das der Freddy Bruckmann gemacht, weil sein Vater schon eigentlich ursprünglich bei den ersten Globi-Büchern die Versli gemacht hat. Mhm. Hat er auch das Hörspiel gemacht und wo er einfach dann altersmäßig nicht mehr konnte. Das war dann aber schon gewesen, nachdem ich über 10 Jahre die Stimme war. Hat Phonak natürlich dann, wo die Produktionen macht, ist Phonak auf mich zugekommen und hat gesagt, der Freddy kann nicht mehr. Aber du hast jetzt so viel Erfahrung als Globi-Stimme, traust du dir das zu, dass du das übernimmst, oder? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, Jesus Gott, ich habe doch noch nie ein Hörspiel geschrieben, also, und habe gesagt, ja gut, ich probiere es. Und dann habe ich im Jahr 2000, der erste Globi im Europapark, ist dann der erste gewesen, den ich geschrieben habe. Und dann hat das funktioniert, lustigerweise, und ja, auch wieder, eben, wieder Stichwort Glück. Stichwort Glück, aber sicher auch keine Angst. Ja, und sogar auch ein Ehrgeiz. Oder? Yeah. Es ist auch das gewesen, natürlich. Ich bin eine typische Jungfrau, wo einfach, wenn ich etwas mache, eben, widerspricht zwar dem, was ich am Anfang gesagt habe, ich kann viel, aber nicht richtig. Mhm. Nein, ich habe den Ehrgeiz natürlich, wenn ich etwas mache, dann will ich es so gut wie möglich machen. Und das war auch bei den Parodien so gewesen, wo dann das aufgekommen ist mit den Politikerparodien, zuerst im Radio, mit der Zweierleier, mit der Birgit, 28 Jahre lang haben wir das gemacht, alle 14 Tage. Und dort hat man natürlich zwangsläufig müssen Politiker parodieren, weil sie ja satirisch, politisch auch gewesen ist, bis zu einem gewissen Grad. Und dann ist dann eben auch, ist das entstanden, dass man gesagt hat, wir machen das auch mal am Fernsehen. Und dann ist dann das Visuelle dazugekommen. Und dann hat man plötzlich gemerkt, ich hatte es selber eine Zeit wie du, eine Schnauze gehabt. Ja. Und man hat mit dem Gesicht nichts können anfangen. Also im Sinn von, ich bin immer sofort erkennbar gewesen mit dem Schnauz, bei allen Komödien, die ich gespielt habe. Und irgendwann habe ich den Schnauz abgeschnitten und plötzlich haben wir gesagt, hey, mit dem Gesicht kannst du ja etwas machen. Das lebt ja das Gesicht. Mhm. Und so sind dann eben alte, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich einen Christoph Blocher kann parodieren. Ich dachte, dass es gar nicht sehr viel braucht. Mhm. Das hat einfach funktioniert. Oder auch der Moritz Leuenberger und alle. Also plötzlich sind die Politikerparodien entstanden. Und das ist auch etwas gewesen, wo ich nicht gewusst habe. Am Anfang am Theater, dass ich das kann. Oder? Und so ist das. Hast du in dem Fall nicht früher noch irgendwie Lehrer imitiert und so? Nein, nicht. Ich habe gemerkt, dass ich Dialekt imitieren kann. Mhm. Aber ich habe nie irgendwie daran gedacht, dass das könnte. Also ich habe mich immer als klassischer Schauspieler gesehen. Als in Hochdeutsch und mit grossen Rollen und so weiter. Und nicht eigentlich, ich bin fast ein bisschen widerwillig auch ins Boulevard hineingerutscht. Also ich habe dann gefunden, am Anfang habe ich noch gefunden, Boulevardtheater, das ist Komödien und so. Das ist zweite Kategorie, oder? Also das erst klassisch ist Schauspielhaus und zweite klassisch Bernhard Theater, Hechtplatz etc. Ist dir das so eingetrichtert worden bei der Schauspielhaus? Natürlich, man ist irgendwo mal gesagt, wir haben immer auf die Abend geschaut, oder? Ist das so ein Laientheater gewesen? Ich wurde dann eines Besseren belehrt. Also von dem her, nein, ich finde, heute ist für mich, ist Komödie ist für mich eine Königsklasse. Also man muss wirklich, glaube ich, ich sage immer, ernst sein auf der Bühne. Und sogar Tränen laufen zu lassen auf der Bühne, ist wesentlich einfacher, als das Publikum zum Lachen zu bringen. Ja. Yeah. Das ist das, was auch internationale grosse Schauspielgrößen sagen, die sagen, Komödie ist eigentlich das Schwerste. Dass alle die grossen Comedians, ein Walter Matthau, ein Jerry Lewis, die sind ja alle eigentlich vom ernsten Theater gekommen. Ja. Yeah. Und haben irgendwann entdeckt, hey, hallo,
Das sind ja Figuren, die Fleisch und Knochen haben, oder? Wenn du irgendwie kannst, was ich auch in St. Gallen gespielt habe, in Horace Vandergelder, in Hello Dolly, oder überhaupt, auch jetzt auch der Papst und jetzt der Pfarrer in Sister Act, wo mir unwahrscheinlich Spass macht und wo ich sogar noch kann in zwei andere Figürchen schleifen, also zwei kleine Röllchen zusätzlich kann. Also ich kann sogar da in Sister Act noch meine Verwandlungskunst einsetzen, wo die Leute zum Teil werweisen im Publikum, ja du, ist es, Moment mal, ist es das Edelwanger? Oder ist es der, jetzt hat er doch gerade den Pfarrer gespielt, wieso ist er jetzt plötzlich, ist der Besoffnung da an der Bar, ist das der Wamm oder was immer? Also, und das macht mir riesen Spass. Ja, und eben darum habe ich eben schon das Gefühl, dass du auch könntest ein Comedy-Programm spielen. Weil du hast absolut das Timing. Du musst es mal so stehen, vielleicht passiert es, ich weiß es ja nicht. Vielleicht kommt noch irgend so etwas Verrücktes, ich weiß es nicht. Aber nein, ich sage manchmal schon, also man muss auch aufpassen, dass man nicht, ich will jetzt niemandem irgendwie einen Platz wegnehmen oder so, weißt du? Also ich finde wirklich, es gibt heute so viele gute Comedians, dass man jetzt nicht auf der Wamm wartet, dass jetzt der mit 77 plötzlich noch anfängt irgendwo. Wir haben immer jahrelang wirklich davon geredet, mindestens ein Soloprogramm zu machen. Mhm. Also es ist immer so die Idee rumgeschwirrt, mach doch ein Soloprogramm. Mhm. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich Angst hatte, weil ich gesagt habe, das interessiert niemand. Ich habe gesagt, wenn ich mit einem Soloprogramm in der Schweiz rumdingle, dann kommt kein Mensch schauen. Oder? Und ich kann immer, wir haben immerhin Titel für das Soloprogramm haben wir gehabt. Da haben wir, das eine war The One Man Show und das andere war The One and Only. Yeah. Also es wäre, also Titel, zwei Titel hätten wir gehabt für ein Soloprogramm. Ich finde beide aber gut, es ist, aber The One Man Show aber The One hat einfach Schiss gehabt. Ich habe einfach gefunden, es war ja auch so gewesen mit den Tourneen, die ich das Leben lang gemacht habe. Früher ist das sensationell gewesen. Da war der Jörg Schneider auf Tournee gewesen, der Rudi Walter auf Tournee gewesen und der Walter Roderer auf Tournee gsi. Und heute gehen sich eben Comedians, Theatertourneen etc. etc. gehen sich durchfallen in die Hand. Oder das ist, da kommst du, fällt mir jetzt irgendeinen Namen in Bad Schinsnach. Ich weiß nicht warum. Bad Schinsnach. Also, in Bad Schinsnach hast du am Montagabend ist der Joel mit seinem Programm dort. Am zweiten Abend der Erich Fock mit einer Komödie. Am dritten Abend kommt Schauspielhaus Zürich, wo ein Stück spielt. Am vierten Abend ist Turnerkränzli, wo auch seine Eigenproduktion spielt in Schinsnach. Und am Samstag ist Wetten, dass im Fernsehen. Also, du bist dermaßen überschwemmt, dass sich ein Publikum im Bad Schinsnach sagt, ja Gottfriedli, wir können einmal im Monat ins Theater. Das können wir uns nicht leisten. Wir können nicht jeden Abend ein Programm schauen. Und durch das nimmt man sich im Grunde genommen, nehmen wir uns Publikum weg. Oder? Also die Leute, die am Dienstagabend beim Jörg Schneider waren, die kommen nicht Am Mittwochsabend zum WAM. Die sagen, ja, nein, jetzt sind wir gestern beim Jörg Schneider gewesen. Also, jetzt gehen wir nicht. Du musst halt am Mittwoch spielen. Ja, genau. Also eben, dann wird das ein ungeheures Terminproblem. Dann musst du anfangen, schauen, das ist eine Masterarbeit, oder? Zum die Tourneen organisieren. Und darum haben wir ja dann auch eigentlich aufgehört. Ich habe ja viele Komödie-Tourneen gemacht, aber wir haben dann irgendwann müssen sagen, hallo, es rechnet sich nicht mehr. Ja. Yeah. Es rechnet sich nicht mehr, wir müssen aufhören. Heute, ich weiß es jetzt nicht, nach der Pandemie, ob es jetzt besser ist, ob es jetzt wieder anzieht, ob die Leute wieder ins Theater kommen. Ich denke, bei den bekannten Namen funktioniert es. Aber bei den Unbekannten oder bei den Newcomers, glaube ich, da wird noch schwer, die müssen noch schwer arbeiten, zum ein Publikum herzukriegen. Ich habe wie gemerkt, dass man eigentlich einfach jetzt nach der Pandemie, so auf dem Level, wo ich jetzt gesehen bin, dass man eigentlich wie von null anfängt. Ja. Und ich habe das aber eigentlich auch eine schöne Herausforderung gefunden. Ja. Dass nämlich effektiv
Aber wie viele Leute, wie viele Leute redest du denn, dass du am Abend irgendwie 20 oder 30 Personen gehabt hast oder so? Ja, eine Zeit lang hatte ich das gehabt, so ja. im 21 ist, glaube ich, wirklich nicht viel mehr möglich gewesen. Ja. So. Außer an gewissen Orten. Ja. Aber dort bist du auch wirklich so die 30 bis 50 bist du rumgetingelt. Ja. Jetzt aber... Zieht es wieder an. Ja, aber das Lustige ist, ich frage immer am Anfang von der Show, wer mich schon mal live gesehen hat. Ja. Und vor der Pandemie hast du können darauf gehen, etwa die Hälfte meldet sich. Ja. Und jetzt sind's zum Beispiel sind es... Fast also Wiederholungstäter? Nein, jetzt sind es 2 bis 4. Ach so, umgekehrt sogar. Ja, das heisst, du fährst wirklich von null an. So. Das heisst, die Menschen, die jetzt kommen, ist ein komplett neues Publikum. Ah, das ist interessant. Wo nach der Pandemie ein Bedürfnis gekriegt hat und dann hat eben auch irgendwie, keine Ahnung, über Social jetzt Media bin ich denen irgendwie reingespielt. Ja. Genau. Und so fährst du eigentlich wieder wie von vorne an. Ja, spannend. Also das habe ich jetzt gemerkt. Ah, spannend. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Man hat vielleicht über Jahrzehnte hat man sich vielleicht ein Publikum können erarbeiten. Ja, ja. Wo sicher auch immer wieder mal kommt. Ja, ja. Aber schlussendlich hast du heute, glaube ich, gar nicht mehr so die... Ich gehe entweder nur das schauen oder ich gehe immer nur zu denen. Ja, nein, das nicht. Ja. Aber eben, es ist doch einfach mehr aus ökonomischen Gründen einfach, oder? Dass man sagt, hey, ich kann nicht, weil ich meine, gerade Theaterpreise sind natürlich, ich rede jetzt von den grösseren Locations, sind natürlich happig, oder? Also ich höre von vielen Leuten, die mir sagen, oh du, ich weiss jetzt nicht, zum Beispiel Sister Act, oder? Ich komme, sagen mir Leute, ich würde wahnsinnig gerne schauen kommen, aber weißt du, also, das ist mir zu teuer, ich kann mir das nicht leisten. Yeah. Oder? Und man muss auf der anderen Seite einfach sehen, dass es, was sie natürlich für das Geld schenken, was sie überkommen. Ich meine, so eine Mammutproduktion, muss man fast sagen, wie jetzt da mit Sister Act, ich meine, da sind so viele Leute beteiligt. Also nicht nur die Leute, die auf der Bühne sind, sondern das Ganze drum und dran. Und das kostet alles natürlich enorm viel Geld. Und das sehen die Leute manchmal, das Publikum sieht das manchmal nicht. Die sagen, ja, also ich finde jetzt 35 Franken oder so, oder würde ich jetzt noch zahlen oder so, aber also, ja, nein, eure Preise. Oder in der Oper ist es ja noch schlimmer, oder? Also ich meine, jetzt als ja wirklich horrende, da kannst du wirklich, muss ich mir sogar manchmal auch sagen, also das kann ich mir nicht leisten. Also ich kann doch nicht 300 Franken zahlen für irgendeinen Platz in der Oper und so, bloß weil jetzt da irgendwie ein bekannter Sänger auf der Bühne steht. Yeah. Also das ist schon und darum freue ich mich speziell im Moment, dass es so gut läuft, also dass wir da wirklich irgendwie eine Produktion auf die Beine gebracht haben, offensichtlich, wo der Funke springt. Mhm. Ja, das denke ich auf jeden Fall, weil du merkst eben, es gibt wieder ein grosses Bedürfnis an Live-Erlebnis. Ja. Und dann kommt natürlich da, weil bei Sister Act kommt natürlich dazu, dass man den Film, dass die meisten Leute den Film kennen und so und Geschichte kennen und so weiter. Mit dem Film, mit der Whoopi Goldberg und so weiter. Und da ist jetzt bei uns natürlich Fabienne Lues, wo das hervorragend macht. Und wir haben erst noch eine schweizerdeutsche Produktion. Also es ist Sister Act zum ersten Mal located in Zürich, also von dem her ist es wirklich, es macht einfach riesen Spass. Sehr schön, sehr schön. Deine Liebe zum Schauspiel, wie ist die entstanden? Das ist eine schwere Frage, weil das ist wirklich schwierig. Ich kann dir die gar nicht beantworten, weil das ist einfach entstanden, das ist gekommen, das ist da gewesen. Wahrscheinlich ist das von Anfang an irgendwo, ist das in mir drin gewesen, dass ich weiss, mein allererster Auftritt in einem Weihnachtsmärchen als glaub, Kindergärtner habe ich einen Zwerg gespielt und ich habe das etwas unwahrscheinlich Schönes gefunden, auf dieser Bühne zu stehen, mit einem Laternchen in der Hand, als Zwerg. Und bin dann zwar ein Zwerg geblieben, aber ist es einfach, ich habe gespürt, dass mich das anzieht und dann haben sicher auch meine Eltern haben einen gewissen Anteil gehabt daran, dass sie mich, als ich etwa 11 war, haben sie mich mitgenommen ins Opernhaus damals, in eine Oper.
ich weiss noch genau, Rigoletto von Giuseppe Verdi. Und ich bin in dieser Oper, in dem Rigoletto gesessen und bin einfach mit offenem Maul und bin dort so aus dem Opernhaus rausgelaufen und habe gesagt, ich will Opernsänger werden. Ja. Yeah. Das war für mich der Fall klar gewesen. Und das habe ich auch lange angestrebt. Ich kann wirklich wollen. Und habe dann aber eben auch wieder aus ganz Skrupel, ich hatte so kleine Skrupel und Ängste gehabt, wegen der Grösse, oder? Dass ich gefunden habe, ja nein, mit 1,63 bist du zu klein für die Opernbühne, weil alle Diven, alle Frauen sind neben dir, da die tollen Primadonnen, die sind 1,80 und 1,90, solche Bröcke von Frauen. Also wirklich eben, und da habe ich gefunden, nein, da habe ich keine Chance, da würde ich irgendwie auch kleine eben Zwerge spielen und so Zeug. Und habe mich einfach nicht getraut. Ich habe wirklich habe mich auch nicht getraut, Gesang zu studieren durch das. Und ja, und so. Und dann hat dann irgendeben durch meinen Beruf, wo ich aber gleich in der Musikbranche dann meine Ausbildung gemacht habe, hat eine ehemalige Tänzerin zu mir gesagt, du, aber komm, also wenn du das jetzt nicht getraust, dann mach wenigstens die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule. Weil dort habe ich dann schon zu selber Zeit mit um die 20 rum, also nein, so 16, 17, habe ich dann schon angefangen, so Leute imitieren und Dialekt imitieren und so. Also sind die Leute schon aufmerksam geworden, haben dann gesagt, hey du, aber du hast doch da, willst du nicht Theater und Pipapo? Yeah. Ich habe natürlich auch immer erzählt, ich will Opernsänger werden. Und so bin ich dann eigentlich gepusht worden zu der Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule. Und bin dort angegangen mit null Ahnung, oder? Ich kann, das geheißen, wenn man zwei Monologe vorbereitet. Und ich habe noch nie einen Monolog vorbereitet. Oder bin da irgendwie in die Schallplattenabteilung gegangen, go so Sprechplatten von grossen Monologen, von grossen Schauspielern hören. Und dann habe ich einfach so einen Monolog kopiert und parodiert. Wirklich? Ich habe dann einfach Schillers Räuber, oder? Yeah. Rolle, die ich nie gespielt habe auf der Bühne, bin ich da. Ich da vom Rolf Henniger am Schauspielhaus hat es eine Schallplatte gegeben und hat Menschen, falsche, heuchlerische Krokodilbrut, ihre Herzen sind Erz. Und ich habe das alles da von dieser Sprechplatte übernommen und bin da auf der Bühne rumgerugelt und so und bin beim Herr Elstab. Und der hat dann gesagt, ja, wir nehmen Sie, Müller, aber Sie müssen etwas wissen, also ein Hamlet oder ein Don Carlos werden Sie nie spielen. den Hammer habe ich dann schon bekommen, gerade von Anfang an. Oder? Und zwar eben, einfach vom Typ her, wegen der Grösse. Oder? Und genau so ist es gewesen. Ein Schauspiellehrer hat mir dann gesagt, damals, mein erster Schauspiellehrer oder am Bühnenstudio hat mir gesagt, wo ich Zweifel hatte und gesagt, was soll ich denn machen am Theater mit meiner Größe und allem, dann hat er gesagt, du bist ein Double. Du bist, überleg dir mal, du kannst durch deine Größe kannst du Rollen spielen, wo andere nicht können spielen, wo 1,90 und 1,80 gross sind. Und deine grosse Zeit kommt mit 50. Hat er mir damals gesagt. Und ich habe gedacht, Gottes Willen, was mache ich, bis ich 50 bin? und es ist tatsächlich so gewesen, dass eigentlich die wesentlichen Sachen in meiner sogenannten Karriere sind passiert später, vielleicht nicht gerade mit 50 erst. Aber ich kann wirklich eigentlich dann die grossen Sachen, die ich dann schlussendlich gemacht habe in den letzten, oder die grossen Sachen sind, so gesagt, sind eigentlich in den letzten 25, 30 Jahren passiert. Yeah. Nicht in den ersten 20 Jahren am Theater. Ja. Yeah. Ja, zum Beispiel, ich kenne dich natürlich als Kind von Fast der Familie. Fast der Familie, oder? Ja. Also ich meine, das ist zu einem Zeitpunkt gewesen, das war 1995 gewesen, also, oder? Da bin ich also schon, eben, also bin ich ein 50-jähriger Schauspieler, ja, fast 60-jähriger Schauspieler gewesen, oder? Und vorher ist natürlich noch ein Schnüffeli gewesen, mit, also das Traumpaar, mit Adam und Eva Kiffler, oder? Oder eben die erste damals, die Moderation von dem Quiz, was so ein bisschen der Einstieg gewesen ist in die sogenannte Bekanntheit von mir eigentlich, oder? Weil am Radio vorher hat er keinen Schwanz gefragt, da habe ich gesagt, ich habe 20 Jahre am Anfang Radio gemacht. Es hat bestenfalls einmal ein Fräulein an der Kasse, hat, wenn ich irgendwie gezahlt habe und einen Satz gesagt habe, hat die gesagt, oh, arbeiten Sie beim Radio, kennen Ihre Stimme. Aber das ist sehr selten passiert. Yeah. Und eigentlich erst dann mit dem Fernsehen hat eigentlich dann der sogenannte Karriereschub angefangen.
Und das war eben verhältnismäßig spät gewesen. Ja, eben, das heisst, du hast von dir in deinem Kopf müssen wissen, das kommt noch. Es kommt noch, ja, ja, ich habe irgendwie gewusst, also das war mir auch ein gewisser Trost gewesen, oder? Also irgendwann mit 50 wird dann wahrscheinlich wird der Herr Spielberg anrufen, oder ich weiß auch nicht wer, und ich sause auf Hollywood oder irgendetwas, oder? Das ist schon so, ja. Das ist ja sehr faszinierend. Weil, wenn ich eben so denke, was du alles schon gemacht hast, retrospektiv betrachtet, sieht das ja dann immer eben so völlig logisch aus. Also weißt du, es ist dann so, ja klar. Ist so, das ist dann das und dann das, genau, und dann das und genau, dann das, oder? Dann ist dann irgendwo, ja, es ist schon so, ja. Oder gerade zum Beispiel speziell mit Musicals ist mir das so gegangen, oder? Das ist ja, eben, ich bin glücklich gewesen, wo ich dann konnte, durch das, dass ich ins Komödiantenfach reingerutscht bin in Zürich, bin ich ja dann auch in die Niederdorfoper reingeraten, vom Rudi Walter damals, und habe dreimal Niederdorfoper gemacht, in zwei verschiedenen Rollen. Und dort konnte ich singen. Und das ist für mich natürlich ein wahnsinniger Segen gewesen. Also da habe ich habe dann doch gemerkt, plötzlich, aha, doch, ich kann ja eigentlich mein Traum vom Sänger kann ich ja in Musicals ausleben, oder? Und dann ist das so sukzessive, vor allem dann nicht zuletzt angefangen hat es im Stadttheater Bern und nachher dann im Stadttheater St. Gallen, wo ich konnte ein Musical am anderen machen praktisch und Operetten machen und so weiter. Und das ist für mich auch, also da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ja, das zeigt mir auch, dass man schlussendlich ja eh nichts planen kann, sondern das Leben grundsätzlich aus Improvisation besteht. Ja, ja. Dass man sagt, okay, also, dann machen wir das. Ja, dann mache ich das, genau. Und dann gehen wir dort an. Und von dem her eben sind mir eigentlich alle Wünsche, alle Träume bis heute eigentlich sind mir in Erfüllung gegangen. Ich bin immer am Anschlag, wenn mich jemand fragt, was wäre jetzt noch deine Traumrolle? Dann sage ich, ich habe keine Traumrolle. Ich habe so viele Traumrollen können spielen. Und heute ist es so, dass eigentlich immer die Rolle, die ich gerade spiele, ist in dem Sinn meine Traumrolle. Ja. Yeah. Weil ich finde, wow, dass ich das machen kann, super. Und wie gehst du denn die Rollen an? Also vorher hast du kurz erzählt, wie der Globi zuerst beängstigend tönt hat. Ja, genau. Ja. Nein, heute ist es natürlich anders. Heute ist es ganz klar so. Also ich versuche auch einigermaßen selektiv zu sein. Also dass ich wirklich mir schon genau überlege, soll ich das machen, wenn ein Angebot auf mich zukommt, soll ich das machen oder nicht. Also es gibt heute einen Haufen Angebote, die ich überkomme, wo ich sage, nein, das mache ich nicht. Aber und wenn ich aber dann das Gefühl habe, doch, dann fange ich mich ganz normal, wie das jeder Schauspieler macht, fange ich an recherchieren, fange ich an, mir Gedanken zu machen über die Figur, überlege mir, wie könnte die sein, und dann mit der Zeit kommt ja dann auch der Regisseur dazu, der dann auch seine Ansicht hat und seine Wünsche und seine Bedürfnisse hat, und die versucht man gemeinsam unter den Hut zu bringen, oder? Und das ist eigentlich der ganz simple, normale Weg. Also, und ich bin auch nicht der, der irgendwie versucht, was man mit Stuhl klipp, so. Ich bin auch nicht der, der irgendwie versucht, an einem Regisseur irgendwie mein Dings zu oktroyieren und zu sagen, ich spiele das nur so und ich will das so und so machen. Sondern ich bin sehr empfänglich für den Input vom Regisseur. Ja, weil was ich bei dir faszinierend finde, ist, dass du bist warm, aber du bist unglaublich wandelbar. Ja, eben, das ist durch die Kogelparodie, habe ich das gemerkt, oder? Yeah. Also das ist wirklich tatsächlich ein Geschenk, das ich bekommen habe, wo ich aber selber auch nicht weiss, woher es kommt und warum, weil in meiner Familie ist niemand am Theater gewesen, auf Generationen zurück. Und warum dass ich das habe, weiß ich nicht. Aber, aber wie gesagt, das ist eigentlich erst dann passiert, als ich den Schnauze abgeschnitten habe. Dann haben wir plötzlich gemerkt, mit dem Gesicht kann man etwas machen. Yeah. Und natürlich durch die Sprache, durch den Dialekt. Aber man muss natürlich schon sehen, gerade bei der, komme jetzt nochmal auf Parodie zurück,
Man darf nie vergessen, natürlich, gerade bei einer Politikerparodie, was wir ja gemacht haben, Birgit Steinecker und ich in dieser Bundesrats-WG, wo wir alle Bundesräte haben müssen spielen oder haben dürfen spielen. Man darf nicht vergessen, Masken ist natürlich, ich sage immer, fast 50% von einer Figur. Also spielt enorm eine Rolle. Ich lege immer enorm Wert drauf, wie jetzt zum Beispiel auch da, bis es direkt ist, bis ganz Banales passiert. Der Dominik Flaschka als Regisseur hat gesagt, wo ich ihn gefragt habe, du, wie stellst du dir den Pfarrer denn vor? Dann hat er gesagt, ja, das, wie du. Also, da müssen wir gar nichts machen. So wie du bist. Oder? Und dann bin ich im ersten Moment bin ich traurig geworden. Oder? Dann habe ich gedacht, ja, nein. Also, ich wollte dich nicht. Natürlich habe ich einerseits das Argument verstanden, man will ja den Wamm erkennen auf der Bühne. Oder? Also, man will sehen, ah, das ist der Wamm, der Pfarrer spielt. Und dann habe ich gesagt, nein, aber ich will gleich irgendwo. Und dann haben wir den Kompromiss gemacht. Das ist ein ganz kleiner Kompromiss, aber ich kann meine Frisur verändern. Also ich kämme meine Haare streng nach hinten. Und das gibt sofort, gibt das, man erkennt mich logischerweise total als Wamm. Aber es ist doch eine Figur. Und das hilft mir auch innerlich. Oder, dass ich nicht als mich selber da auf der Bühne stehe, sondern es wird zu einer Figur. Ja, das war nämlich immer mein Problem gewesen. Die paar Stücke, die ich gespielt habe, bin ich eigentlich immer... Hat man immer den Joel? Bin ich eigentlich eine minime Abwandlung von mir gesehen. Ja, also eigentlich bin ich es gesehen, wo jetzt halt einfach... Ja, und das ist eben, und das ist das Schöne an dem Beruf, dass du kannst mit einer Perücke, mit einem Schnauz, mit irgendwelchen Sachen, kann man sich extrem... Und das finde ich etwas Wunderbares. Und da freue ich mich auch wieder auf die Drittligasse, wo ich allerdings noch nicht weiss, jetzt im Sommer, was man für Figuren macht. Aber... In den letzten beiden Produktionen habe ich als Highlight bei der ersten Drittligasse können Angela Merkel spielen und in der zweiten die Queen Elizabeth, oder? Und das sind so zwei wunderschöne Figuren geworden, wo ich bei beiden am Anfang gesagt habe, die kann ich nicht. Das kann ich nicht. Und nur allein schon durchs Kostüm, durch die Perücke, sind ja zwei extreme Figuren, oder? Angela Merkel ist sofort durch die Frisur, durchs Kostüm, durch ihre Dings, bei der Queen sowieso, das farbige DPS mit dem entsprechenden Hut und allem. Nur schon das hat mir enorm geholfen, oder? Das hat sofort eine Metamorphose stattgefunden. Also dann schaust du in den Spiegel und findest, jetzt kommt Merkel. Ja, ich bin kein Schauspieler, der gerne in den Spiegel schaut. Yeah. Also ich schaffe nie vor dem Spiegel eigentlich. Also ich tue nie, sagen wir mal, ich habe nicht nie einen Christoph Blocher mich da vor den Spiegel gesetzt daheim und habe angefangen mir zuschauen, wenn ich jetzt da irgendwie eine Figur spiele. Nein, das passiert wirklich meistens einfach geistig. Ja, ich habe mehr gemeint, dass du deine Maske aber dann siehst. Aber natürlich Märchen. Dann schon. Yeah. Oder dann bin ich wirklich mit dem Kostüm, dann natürlich habe ich vor dem Spiegel geschaut, mal, das stimmt. Und das ist mir auch immer sehr wichtig, dass alle Details stimmen. Es muss wirklich einfach, bei Christoph Blocher etc. ist es immer darum gegangen, dass ich die richtige Uhr, die richtige Krawatte, die richtige Brille, die richtige Frisur, alles andere, der richtige Dialekt, die richtige Sprache finde. Und alles andere ist dann dazugekommen als schauspielerische Leistung. Aber wirklich, die Äußerlichkeiten sind mir immer wahnsinnig wichtig gewesen. Ja. Jetzt macht logischerweise viel aus. Ich weiß noch, wie hat der geheißen? Bei ProSieben ist der immer gesehen, bei Switch. Der Kessler heisst der, glaube ich. Bei ProSieben? Ja, die haben so Switch Reloaded, oder hat das geheißen, wo sie auch alles so Fernsehsendungen parodiert. Das habe ich nie geschaut. Der hat zum Beispiel einen grossartigen Jauch gemacht und ja, so. Aber das Problem ist, der Kessler, der hat eine riesige Nase. Ja. Und egal, wer oder was er spielt, ist immer die Nase. Siehst du auf die Nase drunter. Das macht so viel kaputt. Ja,
Ja. Weil du kannst nichts und machen. Genau, und ich in dem Sinn habe ich ein 0815-Gesicht. Mm. Wolltest du mit dem sagen? Mm-mm. Weil das ist aus einem 0815-Gesicht kannst du etwas machen. Aber wenn du so einen Zolken hast und irgendwie solche Dinge ohren, dann kannst du gerade noch den Charles spielen, oder? Aber so schnell. Also, das ist schon auch wichtig. Ja, die Wandbarkeit passiert ja wahrscheinlich dann auch im Gesicht. Ich meine, es ist schon nur die kleinen Bewegungen, die du machst. Natürlich. Sind dann das ist enorm wichtig. Also wirklich. Ja. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Hast du ihn gefunden? Nein, ich finde nicht. Also, was macht der? Der moderiert oder was? Nein. Was suchst du? Kessler. Wie heißt der? Aha, du suchst einen. Ach, dass du vielleicht schnell gesehen hast. Tropfen. Gehen wir auf Bilder. Ist aber nicht der Mann, es gibt einen Remo Kessler, aber ich weiß nicht. Switch A. Ob das der ist. So, wie hat er geheißen? Ich bin kein Pro-7-Schauer. Außer der Masked Singer Switzerland. Jetzt habe ich es gerade gelesen. Michael Kessler. Michael, aha. Druck mal auf den. Muss ich mal googlen. So, jetzt wird es groß. So, schau mal. Das sieht ein bisschen aus wie heißt der? Wo Nippel durch die Lasche ziehen. Der Comedian. Gott, jetzt kommt mir mit der Otto in den Sinn. Krüger. Der Krüger. Der Krüger. Ja. Krüger. Wie der sieht aus, wie der Mike Krüger. Ja, der hat besser eine Nase. Der hat auch so einen Zolken, genau. Und egal, wie der sich dann verkleidet hat, hat man immer die Nase drunter gesehen. Wirklich eben, Pro7 ist bei mir nicht, außer eben bei den Masked Singers of Switzerland, das ist ja wirklich das Verrückteste, glaube ich, was ich je gemacht habe. Das ist, glaube ich, wirklich das Verrückteste, was ich in meiner Karriere gemacht habe. Ja, wie hast du das gesehen? Der Pinguin, das ist ein Wahnsinn gewesen, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, als ich da gefragt worden bin. Du hast die ganze Zeit hin und her fliegen, gell? Wie? Da hast du die ganze Zeit müssen hin und her fliegen. Ja, genau. Ich bin also bis im Final gekommen, aus völlig absurden Gründen. Oder? Ich habe gedacht, ich mache das jetzt und ich bin ja kein Sänger, oder? Schon gar nicht englischer Pop. Und habe dann gefunden, ja, ich mache das einmal und dann gehe ich sowieso raus. Und gerade den Frosch im Hals. Und dann ist das aber haben die Leute irgendwie den Pinguin derart das Herz geschlossen, dass der einfach bis im Finale bin ich weitergekommen, oder? Und ich bin jede Woche bin ich nach der Sendung völlig verzweifelt heimgefahren, oder? Und gesagt, jetzt muss ich Gottverdeli nochmal wieder zwei neue englische Songs lernen bis am Montag. Und wieder zwei englische Songs lernen. Es war zum Verzweifeln gewesen, oder? Und ich bin, und in dem Kostüm, ich muss dir vorstellen, ich meine, du kannst kaum schnaufen. Das habe ich aber von anderen gehört. Du schwitzt wie wahnsinnig, yeah. Und es wird dir halb schlecht. Und du siehst nichts, oder? Du hast nur so ein Seeschnitzel vorne im Schnabel. Und ich bin aber ab der Bühne geflogen. Es ist ein U-Stress, aber im Endeffekt bin ich natürlich, da muss ich sagen, da bin ich das erste Mal vielleicht sogar, da bin ich echt stolz gewesen, dass ich das geschafft habe, dass ich das durchgestanden habe, weil also am Anfang habe ich gedacht, also ich kippe da um, oder? Und wir sind das erste Mal nach der ersten Sendung, wo wirklich dann das erste Mal den Stress auch wirklich mega gespürt hast, unsere Vocal Coachin hat mir auch gesagt, der Richie, der dann gewonnen hat in der ersten Staffel, der zweiten Staffel, wo wir gewesen sind, der hat nach der ersten Sendung, die ausgestrahlt worden ist, hat er gesagt, ich gehe heim, ich mache das nicht mit, ich kann das nicht, ich klappe zusammen, oder? Und es ist wirklich also etwas Verrücktes gewesen. Ja, eben, bis im Finale. Bis im Finale, also ich bin dann, Gott sei Dank, muss ich fast sagen, bin ich dann Dritter geworden und nicht Erster, weil eben neben mir sind der Richie und Sandra Studer gewesen, oder? Yeah. Und ich meine, das sind beides hervorragende Sänger und es wäre sehr absurd gewesen, wenn ich da irgendwo mit meinen wirklich, also in dem Sinn natürlich nicht vergleichbaren Gesangskünsten, wenn ich das gewonnen hätte. Aber es ist genau richtig rausgekommen, aber ich hatte den Plausch gehabt, dass ich es bis im Finale geschafft habe.
gemacht haben. Ja, aber es ist sicher eine von diesen Fernsehsendungen, habe ich jetzt auch schon von vielen gehört, wo man komplett unterschätzt. Ja. Weil man wirklich das Gefühl hat, eben, man geht schnell, singt ein bisschen. Ja, man singt dort ein bisschen. Die Leute meinen ja auch, es ist Playback, oder? Du singst da Playback in dieser Dings hinein, da, in dieser Maske hinein. Das ist natürlich, aber es ist so, es ist voll live und eben wirklich, also du, es wird dir fast, also mir ist am Anfang, habe ich gedacht, ich gehe um. Also jetzt werde ich dann, jetzt hört dann, kommt um einen Herzinfarkt über oder irgendetwas, weil es ist so einfach ein Stress, weil du bist verkabelt, du hast da eine Regisseurin auf dem Ohr, du hast In-Ear im Ohr mit dem Orchester, also mit dem Playback, mit dem Halbplayback und musst live singen und kannst kaum schnaufen, also ich kann dann plötzlich du kommst richtig Atemnot über, also und dann sollst du nach Choreografie, sollst du noch tanzen, sollst du dich noch bewegen, es ist also aber gleich, es hat mich fasziniert. Ich habe es mega lustig gefunden. Yeah. Auch die Tatsache, dass man nicht gewusst hat, wer die anderen sind. Also man hat die 8 Leute, die da beteiligt sind in dieser Staffel, weißt du zum Teil, also ich habe bis zum Schluss, also wenn sie ausgeschieden sind, ich habe nur bei 2 Figuren habe ich erraten, wer könnte, weil wir haben ja untereinander auch null Kontakt dürfen haben, oder? Also, yeah. Von dem her ist das ganz etwas Verrücktes gewesen. Wobei ich habe auch schon gehört von Bahnen, dass man dann so leichte Vermutungen kann kriegen, weil zum Teil wegen einer Fehlbuchung sitzt man zusammen im Flieger. Ja, das hat es bei mir, wahrscheinlich, also bei mir hat es das nicht gegeben, aber bei mir ist es so gewesen, dass ich eigentlich, die Stimme von der Sandra Studer habe ich erkannt. Yeah. Und ich habe dann sehr schnell, schon das gleiche Mal gewusst gehabt, und sie wiederum hat mich erkannt, ziemlich früh. Ich habe dann gewusst, also das ist Sandra Studer. Mhm. Aber zum Beispiel, beim Ritchie hat es sich erst viel später ergeben, per Zufall, oder? Er hat mir ein SMS geschickt, weil wir haben das ja haben das schon vorher gekannt, oder? Und ich habe ein SMS von ihm bekommen, und wir haben ja nicht dürfen miteinander eigentlich kommunizieren, und da ist hat er mir geschrieben, was machst du, oder? Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich bin am Arbeiten. Und so, und dann hat er gesagt, ich auch, ist wieder zurückgekommen. Und dann ist wieder lange Pause gewesen, und dann hat er irgendwann geschrieben, ich sitze in einer Garderobe und langweile mich. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich auch. Und dann ist der Fall für uns eigentlich klar gewesen, dass wir wahrscheinlich vom Gleichen reden, oder? Also, und so ist das. Also hat man dann gewusst, also habe ich gewusst, das muss der Ritsch sein. Aber wir haben ja ein Redeverbot gehabt, also ich kann auch niemandem irgendwie das erzählen und so, oder? Es tut nach einer sehr intensiven Sendung. Ja, das ist wirklich so, weil mir ist eingefallen, ich habe mal das Mini-Bites, Dini-Bites gemacht. Ja, ich auch, Eben, die letzte Sendung vor der, die ich gemacht habe, weißt du, gehst ja dann logischerweise schauen, oder? Dann fragen sie dich und dann sagst du, okay, was haben die eigentlich gemacht? Mhm. Und die letzte Sendung vor meiner, bist du gesehen? Ah ja. Ja. Yeah. Und da habe ich eigentlich nur reinschauen wollen. Ja, ja. Und da habe ich aber die ganze Sendung geschaut. Ja, schön. Ich habe das super lustig gesehen. Es ist noch lustig gewesen. Wir sind dort, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, dass mein Restaurant eigentlich dann nicht gewonnen hat. Wir haben wirklich das Gefühl gehabt, wir sind wirklich super. Also der René Kaufmann damals, der ist jetzt weg vom Rösli-Nilnau. Also habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass wir sagen da absolut top gewesen und haben halt auch nicht gewonnen. Aber also, es ist ja auch in dem Sinn nicht um das gegangen, sondern um den Plausch zu haben miteinander. Ich habe es noch lustig gefunden. Es ist so ein blöd gewesen bei uns, dass sie das von der Redaktion her nicht abgesprochen haben. Man hat ja müssen die Menü, die Wirten haben ja müssen, das weißt du eben, haben müssen die Menü einreichen. Und bei uns ist es tatsächlich so gewesen, dass praktisch alles gleich gekocht hat. Yeah. Und ich habe das nicht begriffen, warum man nicht gesagt hat, hallo, hört, macht darauf Aufmerksamkeit. Ich habe gesagt, macht doch bitte
bitte etwas anderes, sonst haben wir jedes Mal, haben wir, ich weiss nicht mehr was, ein Kalbsbäckli mit Herdöpfelstock oder irgend so etwas. Yeah. Und das ist ein bisschen, das habe ich ein bisschen schade gefunden, dass man da nicht mehr selektioniert hat, aber grundsätzlich habe ich es ein lustiges Konzept gefunden. Ja, vor allem, was ich dort Wahnsinn gefunden habe, ist, dass man die Haus sieht. Dass man? Die Haus. Aha, also. Du zeigst. Ah, das ist, ja klar, yeah. Da haben sie natürlich das Erdhaus gezeigt. Ja. Erdhaus? Ja, yeah. Ja, genau, ja, das ist so etwas, was offenbar bei den Leuten irrsinnig exklusiv ankommt. Und bei mir ist es einfach ein Traum gewesen. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen, die Form von Häusern. Yeah. Und habe gefunden, oh, das will ich auch mal so und so. Das hat mir wahnsinnig gefallen. Und wo dann so die Kontinuität gekommen ist bei fast der Familie, wo man immer wieder eine Staffel neu gemacht hat, habe ich gefunden, ja, jetzt könnte ich das wagen, einmal da eine grosse Hypothek aufzunehmen und jetzt mir ein Haus zu leisten, oder? Also von dem her. Und dann haben wir das eben damals gebaut, während der fast der Familienzeit, Ende 90er Jahre. Und das ist wirklich etwas Spannendes. Nur das Lustige ist, dass jetzt zusätzlich es gibt zwei bei mir in der Gemeinde in Madertschwil, wo mit mir, also wir haben miteinander bauen das und dann ist aber viel später ist noch ein Drittes dazugekommen. Und da steht aber sehr sichtbar an der Hauptstrasse Richtung Turbental. Ja. Yeah. Oder? Und alle Leute, die dort durchfahren, die wissen einfach, der Mann wohnt in Madertschwil. Und dann fahren die dort durch und dann sehen die ein riesen Erdhaus dort am Hang oben, oder? Und dann kommen immer alle Leute zu mir und sagen, du, ich habe dein Haus gesehen, du bist ja wahnsinnig, Und dann muss ich denen immer enttäuschen und sagen, das ist nicht meins. Ich wohne ganz in einem kleinen Erdhaus, es ist so klein, ist es auch nicht gut, aber ich wohne im Dorf innen und so, es sind zwei Häusli nebeneinander und das ist meins und so. Aber nein, es ist etwas Spezielles und es interessiert natürlich logischerweise, Journalisten finden das interessant, so ein Erdhaus. Ja, ich habe das nicht gekannt, ich habe noch nie so etwas vorgesehen. Ja. Ja. Nein, es ist wirklich noch lustig. Ja. Und es ist etwas sehr etwas Schönes. Es, ist sehr es gibt einem ungeheure Geborgenheit. Yeah. Ich habe mal den Begriff geprägt, es ist etwas Embryonales. Es hat etwas total Geborgenes und so. Und es ist sehr schön. Ich bin wahnsinnig gern. Also es ist etwas, was auch wichtig ist. Ich komme immer gern heim. Ja. Yeah. Das ist etwas irrsinnig Schönes. Also du kommst irgendwo heim in eine Umgebung, wo du dich mega wohlfühlst. Ja, das glaube ich. Ist die fast Familienzeit, ist das so die Zeit gesehen, wo du, ich sage jetzt mal, am wenigsten hast können unter die Leute? Weil oft alle, der Mann. Jein, es ist ein bisschen so, muss ich wirklich sagen, dass eigentlich, natürlich Journalisten schon, also Journalisten sind dann logischerweise gekommen und haben Interviews und das Übliche und man ist eingeladen worden an Anlässe und so weiter, aber eigentlich ist es schon erstaunlich, dass das Gros vom Publikum eigentlich einem in Ruhe lässt. Also ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, von verfolgt zu werden von der Presse, von den Leuten. Also es ist nicht der Michael Jackson-Effekt, wenn du ins Restaurant reinkommst, bist, dass alle Leute sich auf dich gestürzt haben und so weiter. Also die Leute sind grundsätzlich sehr immer, also das, ich habe nie Probleme gehabt mit meiner sogenannten Popularität. Natürlich merke ich heute, das ist aber klar, das ist der Altersbonus, den ich heute habe, natürlich nach 50 Jahren im Fernsehen, im Radio, im Theater und so weiter, kennen einen mehr Leute als früher. Aber grundsätzlich ist es immer so, dass die Leute eigentlich sehr zurückhaltend sind und immer sehr nett auf mich zukommen und ich merke einfach, es kennen einen viele Leute, aber es ist nicht unangenehm. Yeah. Es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie darunter leiden oder muss mit einem Bart und Schnauz mit Bart und Schnauz unter die Leute oder so. Könntest du aber, du weißt ja so wandelbar. Ja, klar, genau. Aber nein, also von dem her habe ich Gott sei Dank eigentlich kein Problem. Ja. Yeah.
Sehr schön. Jetzt spielst du Sister Act, noch verlängert. Ja, bis Ende Februar, genau. Und dann sehen wir weiter mit der dritten Gasse, wie das wird. Ja. Yeah. Und dann reden wir wieder drüber. Ja. Dann gibt es vielleicht ein Solo-Programm. Genau. Da komme ich dann wieder zu dir. Der One-Man-Show. Da komme ich wieder in Talk. Ja, das würde mich sehr freuen. Es ist super gewesen. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gern geschehen. Wie gesagt, sehr egoistisch von mir. Ich hoffe, du hast trotzdem auch ein bisschen Spass gehabt. Sehr, sehr. Es ist spannend. Wir haben sehr, ich glaube, ich hoffe, wir haben die Leute nicht gelangweilt, weil wir doch eher eigentlich fast privat miteinander plaudert haben, aber es hat riesen Spass gemacht. Mir auch. Weiterhin alles Liebe, viel Erfolg. Herzlichen Dank. Und danke, Christoph. Gern geschehen. Herzlichen Dank. Bis. We'll be right back.